Die berühmteste Matte der Schweiz ist das Rütli. Es ist der Gründungsort der Eidgenossenschaft im Jahr 1291 und liegt auf Selisberger Boden. Im Haus zur Treib haben sich schon im 15. Jahrhundert die Vertreter der alten Eidgenossenschaft zu ihren Versammlungen getroffen. Wegen der guten Lage war Treib schon dazumal ein Schutzhafen vor dem stürmischen Fehn im Ürnersee. An heute legen Tag kurz Schiff an. Sie bringen Gäste quer über den See von Brunnen zur Treib. Das Dampfschiff Luzern ist der grosse Stolz der vier Waldstädter Seeflotte. Schon der General Guison ist in der Zeit des Zweiten Weltkriegs mit dem Schiff an Rütli-Rapport gefahren. Seit gleich 100 Jahren ist der schnellste Weg von der Treib auf Selisberg Fahrt mit der Standseilbahn. Um die 100'000 Passagiere im Jahr nutzen das schön rote Bändli. In 8 Minuten ist man oben am Bahnhof Selisberg. Früher ist man nur zu Fuß oder mit der Sänfte von Treib auf Selisberg gekommen. Den 4,5 Kilometer langen Weg mussten Träger mit dem Gepäck auf dem Buckel bewältigen. Beliebt ist Selisberg als Ausgangspunkt für eine Wanderung auf dem Weg der Schweiz. 35 Kilometer geht der Weg rund um den Ürnersee. Jedem Schweizer gehört symbolisch 5 mm von dem Weg. Mit Leidenschaft wird Selisberg Käse produziert. Der Hans Aschwamm käset schon in der dritten Generation. Wegen der innovativen Ideen ist seine Käserei schon ein paar Mal ausgezeichnet worden. Der Käsekeller, das ist mein Tresor, mein Schatz. Da sehe ich die Arbeit in den letzten 3 Monaten, wo ich mein ganzes Herzblut hineingegeben habe. Das ist mein ganzes Vermögen. Und der Käse wird Selisberg für die traditionellen Elbler Makronen gebraucht. Käse, Milch und Herdäpfel hat es schon fast immer gegeben. Und Teigwaren hat man früher günstig bekommen. Unterdessen ist das nicht mehr nur für die Einheimischen, sondern auch für die Gäste ein Lieblingsessen. Ein Verdauungsspaziergang führt zum kleinen Bergsee. Er ist 38 Meter tief und hat der Gemeinde den heutigen Namen gegeben. Da innen kann man im Sommer herrlich baden oder am Ufer campieren. Von der Alp weit hoch über Selisberg schaut man über die ganze Gemeinde und die wildromantische Landschaft. Die Selisberger sagen darum auch: Selisberg, der Logenplatz über dem Ürnersee.